Kennst du die 17 Bundesländer von Deutschland? Hallo, ich bin Jens der Christ und wenn du jetzt Ja gesagt hast, dann kennst du sogar ein Bundesland mehr als ich, weil ich kenne nur 16. Aber auf die 17 könnte man eventuell kommen, wenn man weiß, dass vor der Wiedervereinigung mit der DDR, Deutschland hat sich ja mit der DDR wiedervereinigt, hatte Deutschland 11 Bundesländer und die DDR, die hatte 6 Bundesländer und 11 und 6 macht zusammen 17. Naja, warum diese Rechnung trotzdem nicht aufgeht, das liegt an Berlin, weil Berlin war eine geteilte Stadt. Da ist Berlin. Inmitten der DDR war ein Teil noch Deutschland. Berlin gehörte zu Deutschland und zu der DDR. Und eigentlich waren es dann so 10,5 und 5,5 Bundesländer. Naja. Gucken wir uns doch mal an, was die Bundesländer sind. Und hier, das ist die ehemalige DDR mit ihren Bundesländern, die 6, die dazugekommen sind, beziehungsweise 5,5. Und der Rest, das sind die alten Bundesländer. Wir können jetzt hier auf ein Bild klicken, um zu beginnen. Und dann sollen wir jetzt hier mal raten, wo die Bundesländer sind. Müssen wir natürlich nicht raten, weil wir es ja wissen. Aber wir schauen nochmal. Schleswig-Holstein, das liegt sogar ganz im Norden. Das nördlichste Bundesland. So, dann haben wir das Saarland, eines der kleinsten Bundesländer. Wenn man jetzt die Stadtstaaten wegnimmt, also nicht beachtet, ist das Saarland das kleinste Bundesland. Ist auch ein bisschen mehr zu Frankreich hin. Naja. Dann haben wir jetzt das flächenmäßig größte Bundesland, wie du hier sehen kannst, und zwar Bayern. Ist aber nicht das einwohnerzahlmäßig größte Bundesland, das ist Nordrhein-Westfalen. Wo das liegt, werden wir ja später auch noch sehen. So, dann kommen wir jetzt zu Sachsen. Sachsen war DDR, also zählt zu den neuen Bundesländern und liegt da. Dann haben wir jetzt Hessen. Hessen liegt neben Nordrhein-Westfalen und neben, ja, gucken wir einfach mal hier, Hessen neben Nordrhein-Westfalen. Dann haben wir jetzt Niedersachsen und das ist hier oben. Dann haben wir jetzt Mecklenburg-Vorpommern auch oben. Dann haben wir jetzt Nordrhein-Westfalen, das größte Bundesland, wenn man es nach den Einwohnern hergeht, aber nicht flächenmäßig, wie du sehen kannst. Dann haben wir jetzt Berlin, unsere Hauptstadt. Vorher war die Hauptstadt in Nordrhein-Westfalen und zwar Bonn. Die sind dann nach der Wiedervereinigung irgendwann rübergewandert nach Berlin, wo jetzt unsere Hauptstadt ist. Auch ein Stadtstaat. Dann haben wir jetzt Thüringen und das ist da. Wo liegt Hamburg? Ja, Hamburg liegt zwischen Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Da liegt Hamburg. Hamburg ist ein Stadtstaat. Übrigens, das Hörspiel Die Alster-Detektive geht über Hamburg. Die Hamburg, die haben da eine Bürgerschaft, so heißt das Parlament in Hamburg. Die Hamburger Bürgerschaft und darüber gehen die Hörspiele. Ist übrigens produziert von einem der drei Fragezeichen und die drei Fragezeichen tauchen da auch auf. Also ein schönes Hörspiel, wenn du ein bisschen sogar mehr über die Bürgerschaft erfahren willst. Das ist nämlich von der Bürgerschaft in Auftrag gegeben, damit Kinder etwas über die Politik der Bürgerschaft lernen. Ziemlich gut gemacht, wie ich finde. So, dann haben wir jetzt Sachsen-Anhalt, das liegt zwischen Niedersachsen und Sachsen. Dann hätten wir jetzt noch Rheinland-Pfalz. Und was haben wir jetzt noch? Brandenburg. Ja, das ist umherum um Berlin. Dann haben wir jetzt noch zum Schluss Baden-Württemberg. Musste doch der letzte. Nee, eins haben wir noch. Was haben wir denn noch? Naja. Bremen. Wie konnte ich das vergessen? Bremen liegt hier. So, und damit haben wir jetzt alle Bundesländer gefunden. Und wir können jetzt hier nochmal erneut spielen. Und vielleicht spielst du ja mal die Bundesländer, um zu lernen, wo die Bundesländer in Deutschland sind und was für Bundesländer es in Deutschland gibt. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Und in der Schule werdet ihr es vielleicht auch durchgenommen haben. Aber so ein bisschen Allgemeinwissen über Deutschland schadet nicht. Und hier weißt du jetzt ein bisschen mehr über Deutschland, hoffe ich mal. Wahrscheinlich wusstest du das alles auch schon. Und ja. Wenn du den Link willst, wo du das hier spielen kannst, dann schau mal unten in die Beschreibung. Da werde ich es reinsetzen.
Und jetzt wünsche ich dir noch Gottes Segen. Sollte dir natürlich mein Kanal gefallen haben, kannst du ihn abonnieren. Sollte dir dieses Video gefallen haben, kannst du kommentieren, kannst du liken, kannst du alles machen, was du möchtest. Ja, und wenn du ähnliche Videos wissen willst oder finden willst, Wissensvideo habe ich einige gemacht, über Deutschland noch nicht so viele, vielleicht kommen ja noch einige. Wenn du das dann also wissen willst, kannst du ja mal auch unten in die Kommentare schreiben, was für Themen dich interessieren würden. Dann gucke ich mal danach, ob ich das irgendwie auch mal umsetzen kann.